Ja, nun ist sie also da, die Schokopizza von Dr. Oetker. Im Grunde, also eigentlich heißt sie ja Ristorante Pizza Dolce al Cioccolato. Ich weiß nicht, warum man da jetzt nicht das popelige Wort Schokolade draufschreibt, aber die werden schon ihre Gründe dafür haben. So sieht das also aus, theoretisch. Und ob das jetzt wirklich so ist, das werden wir uns einfach mal anschauen und dann natürlich auch in den Ofen legen. Sie ist schon so ein bisschen aufgetaut, weil ich sie schon vor gut anderthalb Stunden gekauft habe. Und wenn man jetzt so raufguckt, sieht sie, wie, also ist es Schokolade, riecht auch wie Schokolade. Und eigentlich möchte, was ich eigentlich bei Pizza nicht habe, eigentlich möchte man sofort reinbeißen. Aber das verkneife ich mir und ehe jetzt hier alles runterfällt, hier ist ja auch noch Schokolade drauf. Also es ist tatsächlich das, was es auch heißt. Und ich werde es jetzt mal in den Ofen schieben. So. Rein damit. Ja, dann wollen wir uns auch dieses Produkt mal ein bisschen näher anschauen. Also Pizza Dolce al Cioccolato. Ich dachte ja immer, es ist ein April-Scherz, weil es ja auch seit Anfang April in den Läden zu haben ist. Süße Pizza, reich belegt mit Schokolade und drei Sorten Schokolade. Tiefgefroren. Das klingt ja ein bisschen komisch. Reich belegt mit Schokolade und drei Sorten Schokolade. Oh, der Unterschied ist wahrscheinlich, dass man ja das auch hier so sieht, dass ja an sich der Boden mit Schokolade belegt ist und dann noch haufenweise Schokostückchen drauf liegen. Die Pizza selber ist aus Weizenmehl, 27% Schokolade, das finde ich in der Tat gar nicht so wenig. Fettarmer Kakao, Zucker, Vollmilchpulver, Stärke, Fructose, Sahnepulver, bla. Dann auch, woraus die Milchschokolade besteht. Das ist Vollmilchzucker, Magermilchpulver, Kakaomasse, Sojalecithin. Ja, für Vegetarier geeignet. Natürlich ist auch ziemlich viel Zucker drin. 17 Gramm in 100 Gramm Pizza. 300 Gramm sind es. Das heißt, um die 50 Gramm Zucker in so einer Pizza. Nun gut. Man isst die ja nun auch nicht ständig. Es ist sogar ein Produkt of Germany. Hergestellt am, gar nicht mal noch so lange her, am 31. März. Das ist ein knapper Monat seitdem und haltbar ein gutes Jahr bis März 2018. Gekauft im Edeka-Markt in Oranienburg und kostet 2,49 €. Und langsam riecht's auch schon. Ein bisschen wie Schokopizza. Dann wollen wir doch mal gucken, wie das dann aussieht. Interessanterweise riecht es jetzt schon ein bisschen verbrannt, aber das liegt vielleicht daran, dass hier so ein bisschen Schoko auch runtertropft. Bin gespannt. So, jetzt braucht man natürlich einen Teller. Den stelle ich schon mal, oh, den stelle ich mal hier hin. Es gab ja schon so ein paar Fotos, wo man dann die Pizza in echt gesehen hat. Und die sahen ja dann nicht so toll aus. Im Moment muss ich sagen, gut, die Schokolade wird dann wahrscheinlich ziemlich warm und ist dann nicht mehr so, sieht auch nicht mehr so schokoladig aus. Aber wir lassen uns überraschen. Oder ich mich und ihr euch dann auch.
So, und jetzt wird das echt spannend. So sieht's aus und jetzt hole ich das schöne Teil mal raus. So sieht die Schokopizza also aus. Gut, hier ist sie mir einmal an den Rand des Ofens gerutscht. Das zählt also nicht. Gar nicht so schlecht, muss ich ja mal sagen. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. So. Da ist sie also. Die Schokopizza. So sieht sie dann also aus, wenn sie fertig ist und aus dem Ofen kommt. Sie riecht tatsächlich so ein bisschen, also nicht so direkt mehr schokoladig, aber wie Kakao. Das hier oben ist ja auch noch nicht so ganz zerlaufen. Vielleicht ist sie auch noch einen Tick zu kurz drin gewesen. Das könnte natürlich sein. Aber sie war, glaube ich, jetzt so 11, 12 Minuten drin und der Ofen war auch noch nicht ganz vorgeheizt. Also insofern müsste das eigentlich passen. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr überrascht und sehr, sehr positiv überrascht. Denn das ist wirklich erstaunlich lecker. Es hat eigentlich wenig mit Armbrot, ansonsten ist es eigentlich ein Dessert tatsächlich. Aber ihr könnt ja mal gucken, also wenn man hier so reinbeißt, ist hier auch tatsächlich noch eine richtig schöne Schokoschicht drauf. Es ist überhaupt nicht so, wie ich mal auf dem Foto gesehen habe, dass das hier nur noch so ein Teig ist. Es ist wirklich eine ganz kleine Schicht Teig und darüber Schokolade, also wie so ein Schokoladen. Anstrich, nee, wie heißt denn das? Ein Aufstrich, Schokoladenaufstrich und eben noch zusätzlich hier oben diese Schokostückchen drauf. Also wirklich toll. Ich bin echt begeistert. Kaum zu glauben. Aber diese Schokopizza hält total, was sie verspricht. Und das hätte ich auf gar keinen Fall gedacht, dass das so ist. Dass sie auch tatsächlich im Grunde so aussieht wie auf dem Foto. Kann ich nur sagen, wenn euch mal nach süßem Armbrot ist, kauft euch das Teil. Es ist jetzt, wie gesagt, ist kein, in dem Sinne keine Mahlzeit, es ist wirklich so ein Schlemmer-Ding. Aber wirklich kann man essen. In dem Sinne, guten Appetit.